Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Let's Play von Brothers. Und wir beginnen nun hier wieder da, wo wir aufgehört haben. So ein Zufall. Was für ein Zufall, ja. Ging unglaublich. Epische Bootfahrt. Jetzt brauchen wir halt erstmal irgendwie die Paddel, denke ich mal. Kann man bestimmt mit der Frau sprechen hier. Nicht ins Boot gehen. Man muss die Paddel gar nicht nehmen. Also ich denke, es geschieht automatisch, ja. Ja, da ist. Ja, da. Aber. Anna, du. Okay, dann machen wir das mal. Ist gut. Die nette Dame kommt mit. Richtig, ja. Die stößt uns jetzt gleich auch ab. Man muss sogar gar nicht interagieren, sondern es reicht, wenn man die Steuerung benutzt. Paddeln tun sie automatisch. Ja. Ist aber gar nicht mal so einfach. Geht es nach links? Nee, also nach links sind nur Steine. Also rechts ist auf jeden Fall der Hauptweg. Ja, das Steuern, da muss man irgendwie. Also rückwärts geht auch. Okay. So, bist du schon beim Bugwasserfall? Ja, genau. Da fahren wir mal rein. Okay. Suchen wir zumindest, sagen wir so. Links daneben ist so ein Eingang. Man kann auch ganz gut drehen, indem man einfach entgegengesetzt lenkt. Beziehungsweise mit dem einen halt nach hinten, mit dem anderen nach vorne, so kann man sich drehen. Hinter dem Vorhang! Wollen wir mal testen. Fahren wir weiter. Wo bist du denn gelandet? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie die Titanic. Ja. Oh Gott, was ist das denn da unten? Ein Wal? So ein Fantasy-Wal oder wie? Mehrere. Positiv sehen. Boah, das ist ja unfair, wenn ich da durchpaddeln will, dann. Na, siehst du dann ja. Du bist links gefahren. Aber rechts ist doch genauso lang wie links eigentlich. Wann ist was hochgekommen jetzt?
Ich glaube, er soll dich auch nicht erwischen. Ich glaube, er soll dich nur ärgern und aufhalten. Ja, auch so ein bisschen, guck mal, links sieht es aus, als ob man da sogar hoch könnte, ne? Obwohl man, glaube ich, nach rechts weiterfahren muss. Ja, wenn man da nicht hoch kann, müssen wir dem Wasserverlauf hier erstmal folgen. Ach, der Wal hat dich erwischt. Ja, also ist ja nicht nur da zum Ärgern. Naja, hat dich ja geärgert, du spawnst jetzt neu. Ja, ja. Wenn ich einen Wal vor mir auftauchen sehe, dann fahre ich immer langsam. Den Show-Effekt, ja. Oh Gott, hier wird es sehr weitläufig. Da kann man, glaube ich, nicht hier skillen. Bremsen, mein Guter, bremsen. Danach kannst du sowieso nicht weiterfahren, erstmal, weil das da alles aufgewirbelt ist. Boah, wenn man weiterfährt, also da komme ich immer einen Meter, dann kommt der nächste Mal. Das ist haarig gerade. Ich glaube, man muss dieses Skelett. Ah, ich trau mich nicht. Und genau unter mir ist immer noch ein Wal. Und meine sind irgendwie nicht so schnell unterwegs gerade. Die werden ganz schön abgetrieben hier. Ja. Skelett ist wichtig. Da warte ich jetzt, bis er das abgeschafft ist. Ja, ich bin hier auch beim Knochen. Muss noch mal rein manövrieren. Ah, jetzt steigt sie aus, okay. Sehr nette Fußspuren. Ein bisschen einseitig, ne? Weil sie genau dieselbe Linie mal haben mit beiden Füßen. Kannst auch gerne mal die Richtung wechseln, das ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Oh, man muss da links rüber erst. Dann, oh, das mit dem Richtungswechsel, das ist ja schon übertrieben. Ja, der Kleine kommt da gar nicht rüber, was ist denn da los? Mein Kleiner bleibt hier stehen und bewegt sich nicht mehr. Ja, der hat ja auch erstmal mit kurz einen kleinen darüber zu springen, aber er hat es doch gemacht. Ich bin drüber. Ich bin jetzt vor der letzten Plattform, musst du erstmal den Kleinen hier motivieren, weiterzulaufen. Ah, was ist denn das rechts? Schildkröte. Ah, da bist du jetzt auch okay. Hier links runter geht's nicht, ein kleines Eisbad. Uah. Hat die Eis auf dem Panzer? Also ich vermute, dass es jetzt hier zwei Wege gibt. Einmal zu der Schildkröte hin, zu der Frau und einmal rechts hin. Jetzt ist noch zu der Frau. Ja, also hier gibt es auch wieder zwei Auszeichnungen. Einmal die Geschichten mit den Schildkröten und einmal mit der Frau irgendetwas. Boah, ich bin jetzt hier bei den Schildkröten. Was machen die denn? Die fahren hier. Ja. Die rutschen hier auf ihren Panzern immer hin und her. Genau, also man kann rechts da zu den kleinen Schildkröten, man kann aber auch links laufen. Da steht dann die Frau, die verschwindet dann aber. Und dann, wenn du dann darüber läufst, wo die Frau stand, kann man wieder hochspringen. Jetzt ist die Frage, soll man jetzt erstmal hochspringen? No, ich. Oder den rechten Weg.
Weg einschlagen. Hier rechts ist, glaube ich, geht's, glaube ich. Hier sind drei Schildkröten. Also ich bin jetzt links hergegangen, da wo die Frau ist. Ne, ich mache jetzt erstmal die Schildkröten, weil das ist dann ja hier ein abgeschlossenes Gebiet. Ja, dann verpasst du das Gebiet ja komplett. Ja, ich war einfach jetzt die Frage, ob ich jetzt was jetzt richtig ist. Ich kann nicht mehr runter. Geh nochmal. Kann nicht mehr runterjumpen. Ui, Schildkröten schubsen. Gucken, ob ich die jetzt tragen kann. Oh, arme Schildkröte. Kriege ich die denn da hoch? Gar nicht, muss ich wohl. Ja, vielleicht einfach laden, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht. An Speicherpunkt neu laden, kann ich machen. Ja, falls da oben nicht schon... Also entweder mit dem Boot oder oben ist ein Speicherpunkt, ich weiß nicht. Ja, ich habe jetzt neu geladen und bin jetzt wieder bei der Schildkröte und gehe jetzt erstmal rechts. Boah, okay. Wasserrutsche, geil. Ja, so rechts ist so ein kleines Gebiet, das kannst du auskundschaften und dir dann alle drei Schildkröten schnappen. Und dann findest du so einen kleinen, kleinen Wasserweg. Komm, pack mit an, du. Deine pack nicht mit an, weil... Ja, der hat irgendwie jetzt hier gekündigt, ne, die letzten Minuten. Wie soll ich jetzt da hochziehen, sagst du, den Weg entlang, ne? Ins Wasser müssen die. Also da gibt es einen Weg, wo die dann runterrutschen. Ach, die wollen dann zu, die werden dann zu die zur Mama, ja, genau. So, bei mir rutscht. Oh, die dritte ist so ein bisschen nicht geradlinig, sondern links rechts. Schildkrötensuppe habe ich gerade bekommen, Turtlesuppe. Da ist auch ein typisches Ding zu finden. Ah, da. Kleine Bruder kann die ja nicht bewegen, da oben ist kein Seil. Also bei mir können beide die Schildkröten tragen. Auch alleine. Aha, also bei mir. Wenn sie alleine tragen, dauert es länger, wenn sie zu zweit tragen, geht schneller. Aber an sich muss der kleine Bruder die auch nur runterschubsen, dann rutscht die da runter. Bei mir passiert leider gar nichts. Da musst du dich mal anders hinstellen. Einfach ein bisschen rumprobieren. Also ich, bei mir ging es ganz flockig. So, dann einfach überall hinstellen, nach versuchen. Das ist ein bisschen komisch. Okay, probiere ich das Ganze nochmal von neu. Keine Ahnung, ob das gut ist oder so. Ein Speicher und starten.